Hallo zusammen. Da das Wetter heute so mittelprächtig ist, bin ich hier in der Nähe von Grömitz mittlerweile. Und zwar am Bunsberg heißt das, glaube ich. Ich muss gleich nochmal nachschauen. Da war ich mal mit Leuten, die ich durch dieses Bullifahren kennengelernt habe. Die haben hier mal eingeladen gehabt und haben mir diese Ecke hier gezeigt. Da gab es aber leider keine Aufnahmen mehr von. Und daher würde ich euch die gerne heute zeigen. Ich hatte hier oben direkt vor Ort geparkt, weil das Wetter wirklich sehr wechselhaft ist. Und habe mich dazu entschlossen, hier einfach mal so ein, zwei Stündchen durch den Wald zu rennen, so wie es wettertechnisch passt. Und dann wieder hier, wo ich jetzt bin, deswegen fange ich auch jetzt erst an zu filmen, das Ganze euch mal zu zeigen. Ja, und da war der Akku wieder leer, mitten im Gespräch. Was ich sagen wollte, dass ich euch das Ganze dann jetzt hier mal so zeigen werde, am Bunsberg. Und zwar geht es jetzt als erstes auf den Fernsehturm, was ja auch nicht alltäglich ist, finde ich. Kurze Planänderung, ich gehe erst auf den kleinen Turm, weil da gerade eine Gruppe ist, die hier auf den Fernsehturm wohl gehen will. Aber wie ihr seht, ist der nicht weniger schön. Sogar wesentlich schöner eigentlich. Entschuldigt, ich bin gerade gestolpert. Das Ganze ist der Elisabeth-Turm, erbaut 1863, 1864. Und was unheimlich schön ist, Corona-konform, bitte hier ein- und auch wieder auschecken. Und zwar in Form von diesen Holztafeln. Das garantiert auch, dass der Laden nicht überbelegt wird. Schön, also habe ich mein Häkchen da gemacht. Und jetzt geht's rein. Schön so eine Wendeltreppe bis nach oben. Immer wieder mit diesen bunten Gläsern, die ein tolles Licht machen, finde ich. Oder was meint ihr? Sieht doch klasse aus. Und so geht das die ganze Zeit bis oben, was ich jetzt aber nicht durchgehend filmen werde, sondern mal ein bisschen aufpasse, wo ich hintrete. Sonst säge ich nämlich gleich noch die Treppe nach oben, so wie ich mich kenne. Also, bis gleich, wenn ich oben bin. Mit ein bisschen Herzklopfen wollte ich gerade sagen, geht's jetzt auf die letzten Stufen, die dann hier aus Stahl sind und nicht mehr betoniert. Und so sieht's aus, wenn man rauskommt. Mit Blick auf den großen Nachbarn. Man hat hier einen herrlichen Blick über den Norden. Darf ich einmal vorher? Dankeschön. Und so ist der Rundumblick. Und dann nochmal ein Blick nach unten. Auf diese schöne Wasseranlage in der Mitte. Und natürlich diese zwei traumhaften Autos da. Neben mir stand noch ein T4. Und natürlich wieder ordnungsgemäß auschecken. Hier am Bunsberg. Sehr schön gemacht, gefällt mir echt gut. Und nicht ganz so streng, trotz des wichtigen Themas. So, und jetzt geht's auf den Fernsehturm. Das dauert ein bisschen länger, bis ich da oben bin. Fängt ganz harmlos an hier. Und dann geht's weiter. Oh, ja, geht doch nicht weiter, weil auch hier ist so eine Holztafel, wo man sich einchecken muss. Das heißt, es sind schon vier Leute drin und mehr geht anscheinend nicht. Dann muss ich wohl warten, bis jemand rauskommt. So, jetzt sind vier raus, jetzt kann ich rennen. Ich nehme euch das erste Stück natürlich wieder mit. Und dann konzentriere ich mich auf die Stufen. Wie ihr seht, sieht man hier nicht sonderlich. Deswegen zeige ich euch dann oben erst wieder, wie es aussieht. Was interessant ist, ist vielleicht die Meterangaben. Aber ansonsten gibt es nichts zu sehen bis oben.
Hier ist ungefähr die Halbzeit, weil ich meine, 48 Meter ist er hoch. Was vielleicht auch ganz interessant ist, der Blick runter einmal. So, und hier geht's durch die Schiebetür dann raus. Ups, gestolpert. Und man hat direkt hier so eine Überblickstafel Richtung Ostsee, Laboe, Heiligenhafen, Großenbrode. Alles, was so rundum ist. Herrliche Aussicht. Nochmal auf den Elisabeth-Turm da drüben und auf das untere Areal. Auch hier mache ich mal so einen kleinen Rundumwinkel beim Filmen. Mit den geschwungenen Feldern hier. Ja, jetzt zu der Seite wird es auch windiger. Aber schön. Und sogar das Wetter ist relativ gut mittlerweile. Schön, schön. Ist doch herrlich, wie grün das hier alles ist. Aber viel grün heißt viel Regen. Sonst wird das ja nichts. Aber das Wetter hier an der Küste ist halt schnell wechselhaft. Meine Wetterlage bleibt selten lange. Weiter nach oben gehen, ist aber gesperrt. Sogar mit Aufzug, aber nur für die Arbeiter. Zu dieser Seite ist jetzt so ein schönes kleines Café, wo man auch draußen sitzen könnte. Sieht aber alles recht zu aus. Und auch hier, zwecks Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus, bleibt das Stiftsgebäude gesperrt. Das ist sehr schade, weil die Ausstellung da drin war echt schön. Und hier mittendrin in dem Gelände ist dann dieser kleine Wasserpark. Sehr schön angelegt, wenn man bedenkt, auf welch kleiner Fläche das Ganze hier ist. Der Seite geht es dann auch wieder runter, das Wasser. Halt ein Kreislauf. Falls ihr hier mal mit dem Auto direkt anreisen wollt und am Turm parken, so wie ich das jetzt heute auch gemacht habe, lasst euch nicht von dem Weg abschrecken. Das ist wirklich der offizielle Weg. Wenn man hier jetzt noch so ein paar Minuten durch diesen Wald geht, kommt man zum Bungsberger Frei. Und hier ist nochmal so ein Hinweisschild, Wildes Schleswig-Holstein, das wusste ich auch schon nicht mehr. Da geht es ja darum, dass man hier so ein Pilotprojekt gestartet hat, dass man eine Nacht hier übernachten darf. Für Wanderer, Radreisen oder sonst was, die mit dem Zelt unterwegs sind. Also nicht mit dem Wohnmobil oder ähnliches. Und das ist hier so ein Platz, da sind halt noch so ein paar Regeln. Ne? Sauber hinterlassen und Exkremente sind zu vergraben. Selbst das ist schon ein Riesenzugeständnis, finde ich. Wilde Schleswig-Holstein nennt sich das. Könnt ihr mal googeln. Ist echt interessant. Super Projekt. Und das ist dieser Bungsberger Frei. Und selbst von hier hat man nochmal einen schönen Blick. Auch Richtung Turm. Und natürlich Natur. Euch mal diesen kleinen Unterschlupf an oder Picknickplatz, wie auch immer. Der ist ja wohl vollkommen in der Natur integriert. Ist ja nicht genial. Ist mir vorhin gar nicht aufgefallen. Was auch schön ist hier in dem Gelände, sind diese kleinen Hütten. Ich schau mal, ob man das mit der Spiegelung hinkriegt, dass man da mal reinfilmen kann. Ich weiß nicht, ob ihr das erkennt, aber das ist wie so eine Picknickhütte. In der Mitte ist so ein Grill, der gerade abgedeckt ist und rundum sind dann Bänke mit so Fellen belegt.
Ist bestimmt super gemütlich. Gibt's hier 3 Stück von. So, was ich euch noch ganz gerne zeigen würde, ist, wie man hier rausfährt. Also das ist wirklich, das macht Spaß. Wie gesagt, der Hinweg ist genauso wie dieses hier, nur damit ihr es mal gesehen habt. Also ist jetzt nichts Dramatisches, kann man gut fahren. Klar, wird das Auto ein bisschen dreckig, aber das wird es bei dem Wetter hier sowieso. Ich habe hier in der Nähe ein Plätzchen, wo ich stehen kann, ohne irgendwie Probleme zu kriegen, denke ich. Also es ging früher zumindest immer. Ich hoffe mal, das geht immer noch. Da werde ich jetzt hinfahren und dann den Tag ausklingen lassen. Es ist zwar erst 16 Uhr gleich, aber irgendwie langt's für heute. Man muss ja auch nicht immer übertreiben. Ich denke mal, dass das ein recht kurzes Video ist. Aber mehr gibt's nicht. Da müsst ihr euch diesmal wieder mit begnügen. Dafür haben andere Überlänge gehabt von den vorigen. Und ich würde sagen, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Macht's gut, euer Markus.